Guten Morgen. So, wir fahren heute zu einer kleinen Dauerpflege raus. Wir haben draußen 5 Grad. Der Winter ist eingekehrt oder beziehungsweise der Herbst. Ja, ich habe hier am Wochenende noch ein bisschen in der Firma aufgeräumt, habe hier noch ein bisschen an den Kisten weitergebaut hier hinten, die für einen Camper sind. Und jetzt beginnen die ganzen Kleinigkeiten, diese Anpassungsarbeiten. Ja. So, ja, was machen wir heute da? Ich werde da heute hauptsächlich Schneidarbeiten machen. Mal gucken, was anliegt. Ein bisschen Unkraut liegt, glaube ich, an. Und ja, ich hatte jetzt am Freitag, war ich schon auf der Baustelle und habe aber nichts gefilmt. Mir ging es nicht so gut. Ich habe nachher abgebrochen, so gegen 10:30. Es ging nicht mehr mit dem Rücken und ja, der Kopf hat auch nicht mitgemacht. Es ist halt alles nicht so einfach im Moment, ne? Naja, ich würde sagen, ich fahre zur Baustelle. Wir haben es noch fast dunkel draußen. Das heißt, ich muss demnächst anfangen, die Arbeitszeiten bei mir zu ändern. Ja, so sieht's aus und bis gleich auf der Baustelle. So, ich bin schon hier. Ich habe schon fange jetzt hinten an, den Feuerdorn zu schneiden. Den Taxus habe ich schon geschnitten. Das Beet hatte ich schon am Freitag gemacht und dann gehen wir mal gerade weiter durch. Das heißt, hier muss ich noch machen und schneiden, ja, schneiden sowieso alles, ne? Und hier hatte ich schon Unkraut gemacht, da hinten, das soll stehen bleiben, hier drunter. Hier hatte ich ein bisschen Unkraut bis dahin gemacht. Aber insgesamt muss natürlich hier noch geschnitten werden, weil geht jetzt kommen jetzt langsam die Blätter ab, der werde ich wieder ganz schlank machen. Ne? Das hier. Und hier dran. Das werde ich auch noch schneiden. Da muss ich auch wahrscheinlich dieses Jahr die Hecke hier schneiden. Da der Nachbar leider nicht schneidet und hier haben wir auch den Zaun weggemacht. Ne, so ist halt leider, weil da jetzt im Moment Umbauarbeiten sieht, wie man sieht, ist der Garten, ja, holle die Waldfee. Und deswegen werde ich schneiden, dass das wieder in Ordnung kommt. Hier alles schneiden. Den Flieder muss ich mal gucken. Ja, da muss ich nochmal mit der Kundin reden, was wir machen, ob wir den teils wegmachen und stehen lassen, weil er blättert natürlich auch in die ganze Regenrinne rein. Aber das ist ja kein Problem, die kann man ja sauber machen. Hier den habe ich nochmal jetzt abblühen lassen. Ja, und so geht das hier weiter. Das hier, der wird wahrscheinlich stehen bleiben. Der soll blühen und nach der Blüte werde ich ihn dann direkt runterschneiden. Muss alles ein wenig geschnitten werden. Dafür habe ich heute Zeit. Wahrscheinlich die Tomatenpflanzen müssen auch mal hier rausgemacht werden. Ja, und so geht's, ne? Ist viel zu tun. Und ich hau jetzt mal weiter rein. Ich guck mal, dass ich dich wieder Stück für Stück jetzt mitnehme. Soweit das geht. Hier, den muss ich auch schneiden. Der ist hier viel zu hoch geworden, ne? Das ist jetzt alles zu groß und das muss alles mal jetzt ein bisschen reduziert werden. Jetzt die letzten Jahre hatte ich immer so Stück für Stück alles gemacht, zu groß geworden ist oder die ist ja sehr kräftig, auch viel gewachsen, sehr viel gewachsen, weil halt sehr viel Regen kam und das Wetter eigentlich ganz gut war. Das heißt Sonnenschein, Regen und dadurch ist natürlich alles jetzt gut gewachsen, ne? Ich muss mal gucken. Da ich hier auch die Dauerpflege habe, kann ich mal so machen, wie es gerade kommt. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall Dezember noch hier hinfahren, da hier die ganzen Bäume noch ihre Blätter verlieren und das Ganze dann hier meistens hier reinfällt oder aufs Garagendach, je nachdem, und macht das dann halt noch weg. Und dann werde ich auch wahrscheinlich Dezember das letzte Mal hier durchgehen und alles sauber machen. So, jetzt habe ich schon mal bis dahin geschnitten, bis zum Taxus. Der Jasmin soll nur noch ein bisschen geschnitten werden, der soll noch aufgehoben werden für nächstes Jahr, dass der schön blüht. Dann werde ich den nach der Blüte zurückschneiden. Ja, hier müsste ja auch wieder Unkraut fällig und Blümchen, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie weit ich komme. Ist wieder aufwendig zu schneiden, das Ganze liegt so ein bisschen in der Senke drinne. Und ja, mit Leitern und dies und das
hält's halt auf. Da noch der Taxus, ich muss gucken, da ist so ein kleiner Teich drin, dass ich da irgendwie eine Folie bekomme oder so, dass nicht alles da reinfällt, ne? Und dann geht's weiter, der Nachbar hinten da, der hat schon schneiden lassen anscheinend. Ja, hier, der gehört ihr nicht. Ja, so geht's voran und ich fange jetzt an, schon alles in den Anhänger zu laden. So, es ist einiges passiert. Das habe ich alles schön ordentlich geschnitten, da geschnitten. Der Kirschlorbeer hier, der ist viel kleiner geworden, wie man sieht. Ja, jetzt bin ich hier dran und schneide das auch noch runter. Und ja, das ist natürlich, ich räume es direkt weg, der ganze Bioabfall, ne? Und dann ist es auch weg. Nur dieses Jahr ist wirklich, wirklich viel zu tun, wie man sieht. Und ich werde da heute nicht komplett mit durchkommen, ne? Das wird nicht funktionieren. Na, hier ist auch alles schön ordentlich geschnitten. Ich habe noch eine Folie geholt, das abgedeckt. Ja, und so sieht es im Moment aus. So, da habe ich noch die schönen Blümchen gepflanzt. So, ich bin jetzt bis zu dem Haselnuss gekommen. Das soll die Aufgabe bleiben hier von dem Nachbarn. Dem gehört die auch. Da mische ich mich dann nicht ein. Soweit die Kundin. Hier hatte ich jetzt ein bisschen freigeschnitten, den Rest habe ich dir ja schon gezeigt. So, der erste Schaden am Hänger. Hier ist es schön eingedellt. Da, ja, wie man sieht, steht er auch schief. Ich hatte vergessen, den wegzumachen. Also der war unten auf dem Boden und ich habe versucht, den Hänger rumzuziehen und ist dabei ein bisschen weggeklappt. Muss ich jetzt mal die Tage wieder gerade biegen. Ja, wie man sieht, ich bin jetzt gerade auf dem Friedhof. Ich gehe jetzt gerade kurz die Gräber ab. Ich habe noch Tannenzweige mitgebracht, die ich gerade eben auf der Baustelle geschnitten habe. Ist immer eine gute Gelegenheit, um dann Tannenzweige zu verteilen. Jetzt muss ich gucken, hier ist sehr viel Betrieb, da ich nicht so viele fremde Leute hier firmen will. Naja, ich gehe jetzt kurz die Gräber ab. Und naja. Ist ein bisschen abgesagt. Ja, das kann ich aber leider nicht machen. Gut, okay. Da müssen dann die Leute schauen. Da muss ich dann nochmal wiederkommen für Ende des Monats. Da ist der Termin, wo die ganzen Gräber fertig sein sollen. Ende Oktober. Und dann werde ich hier nochmal wiederkommen und gerade ein bisschen die Gräber sauber machen. Ja, ich bin im Moment heute und die letzten Tage nicht so richtig bei der Arbeit, sehr unkonzentriert, weil mir sehr viel gerade durch den Kopf geht, was immer halt blöd ist, weil ja, wie soll ich sagen, man ist nicht bei der Arbeit, man hat sehr viele Gedanken im Kopf und ja, ich glaube, du kannst es nachvollziehen, ist halt alles im Moment nicht so einfach alles, ne? Diese Leute sagen zwar mal, ja, alles kein Problem, das regelt sich schon, ja, ja, aber bis dahin hat man doch schon einige Probleme. Ja, das ist halt, du kannst nicht so, wie du willst, hast zwar im Kopf, dass du, ja, du denkst halt, als wenn du noch ganz normal arbeiten kannst, aber es geht nicht und es sind halt immer alles so Sachen, ne? Und jetzt im Moment bin ich auch tagsüber sehr müde, ist das Problem. Und dass ich wirklich so, ja, da ist soweit alles in Ordnung, bin halt sehr müde und ja, deswegen auch, merkst vielleicht schon, ist im Moment schwierig, Worte zu finden gerade, ja. Das ist halt im Moment so mein Problem, was ich habe. Ich versuche das zu beheben, deswegen habe ich auch am Wochenende gar nichts gemacht. Heute ist Montag, aber trotzdem, ja, ist es halt schwierig, ne? Wenn man so keine Hilfe hat, bekommt zumindest irgendwie eine Unterstützung, kein Krankengeld im Moment bekommt, kein gar nichts.
und du stehst dann da und bist am Kämpfen um jeden Cent. Ich habe jetzt auch wieder Ausgaben und ich weiß nicht, wie ich die bezahlen soll. Das ist halt sehr problematisch, weil ich nicht so arbeiten kann, wie ich will. Ich würde sagen, ja, ich mache jetzt Schluss, weil im Moment, ich finde heute wirklich keine Worte mehr. Ist halt schwierig, ja. Ich will es auch nicht mich zu viel beklagen, aber so ist es halt im Moment. Ich stehe jetzt hier und bin als Einzelkämpfer hier und bis sich das Ganze regelt, ne, die Kunden, werde ich auch nicht mehr so viel jetzt mit denen reden darüber, weil es bringt erstens nichts. Die können es teilweise, wo ich heute bin, die kann es nachvollziehen. Die ist selber schwer krank. Die ist zu 90% behindert nach Ausweis. Und die kann es nachvollziehen. Sie ist zwar noch sehr, sehr klar im Kopf. Sie hat auch ihr Alter, aber ihr ging es auch so mit 50. Hat sie auch quasi alles kaputt gehabt, ja, was nur geht, und saß dann ab dann im Rollstuhl drinne. Sie kann zwar noch immer ein paar Schritte gehen, aber ist halt, ne, auch nicht so besonders, und die hat halt auch sehr viel kaputt, ne, im Körper, und kann es daher nachvollziehen. Die anderen, die topfit sind, können teils nur nachvollziehen, und ja, dann kommt immer nur die Aussage, deswegen werde ich auch mit den Leuten nicht mehr drüber reden. Dann kommt immer nur die Aussage, ja, dann machen sie was anderes im Baumarkt und so. Ja, ja, klar. Aber ich habe mir jetzt auch bis jetzt dahin ja Sachen aufgebaut. Und ja, kein großer Luxus, ne? Ich habe hier keinen Porsche irgendwo stehen, gar nichts. Will ich auch nicht. Deswegen habe ich mich auch damals für ein Dacia entschieden, statt irgendein großer SUV, der mich 600-700 Euro kostet im Monat. Ja, und habe jetzt mir was aufgebaut, Wohnung, dies, ich habe mein Lager und so, meine Werkstatt. Und das jetzt alles aufgeben, ne. Klar, mir fehlt im Moment auch so der Antrieb, jetzt. Das Wetter ist sehr grau und so, das spielt dann auch nochmal bei mir mit rein. Aber zum Machen, ich will es auch nicht mehr so viel jetzt hier erzählen. Es ist, ne, aber da müssen wir halt jetzt durch. Ich weiß nicht noch, wie lange. Ich habe jetzt nächste Woche, nee, diese Woche sogar einen Termin mit der Versicherung. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Luft. Und dafür habe ich ja eine Unfallversicherung, und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß noch nicht, wie viel ich dir erzählen kann. Ich, natürlich würde ich dir gerne alles erzählen, aber es geht halt nicht, ja, aus gewissen Gründen. Und ich denke, du kannst es nachvollziehen. Es muss ja nicht sein, aber naja, so ist es. Ich muss morgen zu der gleichen Baustelle und dann geht's da weiter.